Hi, ich bin der Andi, willkommen bei Screenfire. Ich dachte mir, der neue Indiana Jones Trailer ist da und lass doch mal was ganz Neues probieren. Wie wär's denn mal mit einer ganz spontan unvorbereiteten Trailer-Reaction und Trailer-Analyse? Genau, dementsprechend würde ich sagen, hauen wir einfach mal rein. Ich habe ihn vorher noch nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ja, long story short. Legen wir los. I miss the desert. I miss the sea. Atlantis Vibes. And I miss waking up every morning. Oh, wir haben wieder Nazis. What wonderful adventure the new day will bring to us. Those days have come and gone. Perhaps. Perhaps not. John Rhys Davies! Oh my god! I don't believe in magic. But a few times in my life, I've seen things. Warte mal, Mads Mikkelsen? Things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe. Okay, das sieht mir. Boah, so viele Einflüge. Who is this man? I'm her godfather. Mildly related. Get back. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So viele Eindrücke. John Rhys Davies ist dabei. Ich wusste es nicht. Oh mein Gott. Es gibt so viel zu bereden. So viel zu verarbeiten. Also es sieht aus, als ob der Film in zwei Epochen spielt. Wir haben einmal Szenen, die ganz klar, also wo Indiana Jones ganz klar alt ist und die vermutlich in den, das sieht so ein bisschen aus wie die 70er, oder? 60er, 70er ist schwer zu sagen. Spielen. Wir haben Unterwasserszenen, die in Richtung Atlantis gehen. Moment. Eins nach dem anderen. Wir haben die Kugel wieder. Ja, da bin ich ja überhaupt kein Fan von. Natürlich ist es irgendwo. Wisst ihr, ich bin kein großer Fan von stumpfem Fanservice. Ich find's besser, wenn neue Sachen probiert werden. Und so eine leichte Verbeugung vor den alten Sachen finde ich immer cool. Aber wenn jetzt schon die Kugel im Trailer ist, okay, das ist das Einzige vielleicht. Dann haben wir, genau, also ich habe gesagt, wir haben einen alten Indiana Jones und dann haben wir einen jungen Indiana Jones, was wieder in der Nazi-Zeit spielt. Und sie haben ihn de-aged. Ich suche da gerade eine Szene. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Ich muss es natürlich im fertigen Film sehen, aber wirklich, hands down, das ist für mich das Beste Hollywood De-Aging, was ich je gesehen habe. Ich versuche die Szene nochmal, dass man es fließend. Ja, es war ein bisschen uncanny in den Augen. Bei der Bewegung. Ja, man sieht schon. Sie kriegen es nicht 100% hin. Es ist schon verdammt gut. Es ist richtig, richtig close. Übrigens, Entschuldigung, meine Lampe spinnt hier oben. Darum flackert so. Es ist wirklich sehr nah dran, aber sie kriegen es nicht zu 100% hin. Nicht zu 100%. Man sieht diesen leichten Effekt, wenn ihr in die Augen schaut. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so empfindet, aber je länger ihr das Gesicht anschaut, umso mehr ist was off. Aber es ist trotzdem gut. Ich will mich da gar nicht beschweren. Es ist
Es ist sehr gut. Ich schaue nur gerade, was er für eine Uniform trägt. Okay. Ja, okay. Irgendeine SS-Uniform oder sowas. Dann haben wir Mads Mikkelsen als Nazi-Bösewicht. Da sieht man goldenes Parteiabzeichen hier, ne? Also scheint ein höherer Nazi zu sein. Fantastische Wahl. Mads Mikkelsen ist so ein hervorragender Schauspieler und das sage ich nicht erst seit Rogue One oder anderen größeren Erfolgen, die er hatte schon, sondern damals bei Adams Äpfel oder Dänische Delikatessen. Wirklich Mads Mikkelsen, einfach nur großartig. So, okay, dann haben wir hier, ich drehe mal ein bisschen die Lautstärke runter, damit ihr mich versteht. Okay, sie, ist das Antonio Banderas? Ja, das ist doch Antonio Banderas. Oder? Nein. Eine Sekunde. Dachte ich's, aber ich glaube es nicht. Sonst wäre der prominenter. Ich finde, warte mal. Ich finde auch, dass Mads Mikkelsen hier mit diesen runden Brillengläsern haben sie auch de-aged und er hat ein bisschen was von dem Gestapo-Typen aus Indiana Jones 1. Findet ihr nicht auch? Richtig, richtig gut. Ja, da sieht man den alten, da haben sie ihn sogar ein bisschen älter gemacht nochmal, oder? Weiße Haare, es wirkt so. Es ist, man sieht leider, Moment, ich mach mal kurz Pause. Man sieht leider, dass das Greenscreen ist. Das sieht man leider an der Ausleuchtung, auch wenn es jetzt hier ein paar Artefakte im Bild hat und dadurch ein bisschen unscharf ist. Aber die Art und Weise, wie das Pferd ausgeleuchtet ist, eher und die Umgebung sehe ich, dass das kein realer Hintergrund ist. Das ist wirklich schade, aber das ist ein generelles Problem, was ich habe. Ich bin einfach ein Fan von großen Sets, von Real-Life-Action in der Kamera. Und das Problem ist, ich kann die Unterschiede sehen. Und ich weiß, viele Leute stört es nicht, weil die da auch nicht so genau hinschauen. Bei mir, ich kann sofort sagen, das ist eine Greenscreen-Szene mit einem echten Pferd, einem echten Harrison Ford. Und der ganze Hintergrund ist fake. Abgesehen von dem Konfetti, was runterkommt, das wird auch real sein. Und vielleicht noch ein Element oder so, aber dazu müsste ich es. Das Problem ist, der Trailer hat einen, durch den Codec, mit dem sie es rausgerendert haben, und der Bitrate natürlich einige Artefakte drin. Man müsste da wirklich eine 4K-Analyse machen, dann kann ich euch genau sagen, wo was ist, aber so ist es. Kann ich auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal sagen, dass es Greenscreen ist. Halt. Ja, man sieht's. Man sieht es daran, weil Greenscreen muss immer gleichmäßig ausgeleuchtet sein. Und dadurch sind auch meistens die Schauspieler gleichmäßig ausgeleuchtet. Jetzt sieht man bei ihm das Licht, also von rechts schräg oben kommt und von links. Also, ne, als ob, und dann ist noch hinter ihm ein Gebäude. Also die Lichtquellen stimmen nicht überein mit dem, was man da sieht. Darum kann man sagen, dass es eben nicht Greenscreen ist. Dass es Greenscreen ist, dass es nicht Real Life ist. Wahrscheinlich die Zuschauer vorne links, die da stehen, sind echt. Das Konfetti ist echt und dann der Rest eben hinzugefügt. Aber das ist jetzt wirklich. Es tut mir leid, ich kann aus meiner Haut nicht raus. Ich fange sofort an, alles auseinander zu picken und zu gucken. Das ist einfach. Aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Das ist nur eine Präferenz von mir. Ah, warte, da haben wir was erkannt. Frag mich, wer sie ist, tatsächlich. Da hinten sind Schriftzeichen. Das ist griechisch, wenn ich das richtig erkenne. Würde auch mit der Statue Sinn ergeben. Ah, und das ist wahrscheinlich dann auch die Kugel, die sie runterrollen lassen. Netter Matchcut. Das hat doch was. Das hat doch voll was von. Komm. Das hat doch voll was vom Millennium Falcon, oder? Ich meine, ich garantiere euch, sie werden im Unterseeboot oder irgendwas sein oder ein Flugzeug. Könnte ein Flugzeug sein. Könnte ein Bomber sein.
oder eben Unterwasser-U-Boot. Wer zu sagen? Ja. And the Dial of Destiny. Ich glaube, dass sie Harrison Ford auch so ein bisschen gedeaged haben, um ehrlich zu sein. Also er wirkt, es ist in Ordnung. Ich fand es nicht so schlimm, wenn ich mir Bilder angeschaut habe. Seine Wangenknochen hängen, glaube ich, in echt viel mehr nach unten, als es der Fall ist, was man hier sieht. Darum, es ist aber in Ordnung. Also mich stört es gar nicht. Ich kann ihn absolut als Indiana Jones abkaufen. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin sehr, also es kommen sehr nostalgische Gefühle bei mir hoch. Das heißt noch lange nicht, dass der Film gut sein muss. Ich meine, Kingdom of the Crystal Skull, reden wir besser nicht darüber. Aber da habe ich mich auch gefreut, als er kam und saß voller Vorfreude im Kino und danach war es so. Aber ich glaube, dass er besser wird. Also es ist ein reines Bauchgefühl vielleicht. Das ist auch nur der Hype, der mit mir durchgeht. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier wieder einen richtig guten Indiana Jones sehen. Hoffentlich mit Atlantis. Das wäre etwas, was ich mir sehr wünschen würde. Ohne Aliens. Und gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt, ob sie Shia LaBeouf zurückbringen oder überhaupt erwähnen. Ansonsten das einzige in Anführungszeichen Negative, was mir auffallen würde, wäre die Tatsache, dass sie sehr, sehr viel CGI benutzt haben. Sehr, sehr viel CGI. Also im Prinzip in jeder Action-Szene, die man sieht, da auch, ich garantiere euch, dass das Wasser hier CGI ist. Der Rest ist ein Set. Aber das sieht gut aus. Da konnte man nichts erkennen. Ah, die Explosion war auch CGI. Das ist halt die Art und Weise, wie Filme heute gemacht werden. Ich werd damit nicht warm. Das ist wirklich schade. Das Problem ist, ich glaube, es stört die wenigsten. Das Licht, das stört mich massiv. Ich glaube, es stört die wenigsten. Vielleicht bin ich auch einfach zu kleinlich. Vielleicht bin ich auch einfach ein in den 80er Jahren hängen gebliebenes Manchild, der gerne wieder Filme so gemacht hätte, wie sie früher waren. Aber so ist es halt. Nee, sagt mir doch mal eure Meinung in den Kommentaren. Was sagt ihr dazu? Na, also freut ihr euch drauf oder sagt ihr, nee, die Zeit ist vorbei, Harrison Ford ist so alt, der sollte die Peitsche an den Nagel hängen. Und ganz ehrlich, ich glaube sowieso, dass es der letzte sein wird. Und dann würde mich noch interessieren, was ist euer Lieblings-Indiana Jones? Bei mir wäre die Reihenfolge. Oh, jetzt wird's verdammt schwer. 1, 3, 2, glaube ich. Aber ich liebe den zweiten trotzdem so sehr. Ich finde, der zweite wird viel zu viel in den Schatten gestellt von den anderen beiden. Ich fand diesen Wechsel ziemlich cool, den sie da hatten, den Location-Wechsel. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir jetzt wieder zurückgehen. Ne? Ein bisschen nostalgisch, gibt wieder Nazis. Kommunisten sind auch gute Gegner. Macht man nichts falsch, kann man gut auf die Glocke hauen. Aber ich freue mich trotzdem. Das ist, waren einfach schon immer die Ursprungsgegner von Indiana Jones. Und insofern ist das eine gute Sache. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Was haltet ihr vom Trailer? Was haltet ihr von Indiana Jones im Allgemeinen? Und was sind eure Lieblingsteile? Schreibt es mir und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.